Hallo YouTube, willkommen zurück in Phasmophobia. Diesmal nicht mit dem Dodo, sondern mit dem lieben Wolfi. Hallo. Hallo, grüß dich. Okay, erstell du mal ein Spiel und schreib mir dann in TS, flüster mich da mal an mit dem Code. Ja. Was mir einfällt, das sollte ich auch die Szene mal wechseln, damit die Leute dann nicht sehen können, was ich eintippe. Danke. Okay, irgendwo vertippt. Ja, Depp, Zahlendreher drin gehabt. Nochmal. Gar nicht so einfach, 6 Zahlen einzutippen. Ach, ja. Ich höre dich doppelt. Hörst du mich auch doppelt? Nein. Genau, dasselbe Problem wie gestern. Also würde ich sagen, dass wir uns hier, oder dass du und ich hier mutest, solange wir im Hauptmenü sind, und innen drin tust du dich dann wieder entmuten, dass ich dich über den Discord höre. Ob du mich jetzt über Discord hören willst? Ah ne, du kannst mich hier nur über Discord hören. Ja. Verstanden, wie ich meine? Ja. Okay, dann starte mal ein schönes Spielchen. Ich habe auch keine Ahnung, was ich einkaufen soll oder was wir mitnehmen sollen. Das hat bisher mal alles der Dodo gemanagt. Auf jeden Fall hätte ich gerne mal ein Thermometer. Ach, bist hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Okay, passt. Hinzufügen, also ich füge ein Thermometer hinzu. Was? Videokamera mal eine. Gib einfach alles dazu, was ich habe, und hoffe, dass ich nicht sterbe. Eine Kruzifix reicht, glaube ich, auch eins. Videokamera reicht im Notfall eigentlich auch eins. Brauchst nicht zwei reinschmeißen. Stativ haben wir bisher noch nie gebraucht. Die kannst du eigentlich auch sparen. Der Minotaurus, grüß dich. Minotaurus, sehr schön, deswegen werde ich den Chat dann auch später ignorieren. Man hört mich in Game nicht. Deswegen ist es nur in Game ein bisschen schwierig. Und wenn es nur einseitig ist, dass ich ihn in Game höre, aber er mich nur über Discord, das ist dann auch ein bisschen komisch. Wenn du verstehst, was ich meine. Wir haben da gestern dasselbe Problem gehabt. Wir haben auch probiert, dass wir zuerst das Spiel starten und dann erst Discord, und es ging nicht. Das Spiel erkennt mich, also meine Stimme wird im Menü erkannt. Aber innen drin, ich konnte auch nicht die Geisterbox aktivieren, ich konnte auch mit dem Reacher-Bett nicht interagieren. Ja, keine Ahnung. Irgendwas ist da kaputt. Ich sollte noch auf Bereit drücken. Und von der Map her bitte nicht ganz so groß. Und dann... Ach, du bist auch erst Level 5? Du hast das Spielchen ja doch schon länger. Ja, deswegen habe ich gesagt, ich kenne mich nicht so aus. Ich habe zuerst nur die Zeit gesehen, wie lange du schon spielst. Deswegen dachte ich, du bist schon voll der Profi. Na. Der Dodo, der war schon mit Level 74 unterwegs. Okay, ich bin da. Dann warten wir mal auf den Wolfi. Wenn er mich hört, der kann sein Discord wieder einschalten. Weil ich ihn hier drin dann leise mache, dass wir beide halt nur über Discord reden. Dann ist es gleichmäßig und nicht so komisch hin und her. Wolfi, bist du da? Ich bin bei 90% Spielladen. Wolfi, gib mir ein Zeichen. Es lädt noch, immer noch.
Ich weiß nicht, ob es nicht hängen geblieben ist. Gut, Ding braucht Weile. Ah, jetzt sehe ich dich. Ist was. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. Okay, Ziel 1 wie immer, herausfinden, was für ein Geist das ist. Zweites einfach, wenn man es findet, ein dreckiges Waschbecken fotografieren. Das drittens gefällt mir sehr wenig, das hört sich immer so riskant an. Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, sie heimzusuchen. Wolfi, das ist deine Aufgabe. Machen Sie ein Foto vom Geist. Okay, ich mache ein Foto, während er dich frisst. Okay. Hört sich wie ein Plan an, oder? Was ich vom Dodo gelernt habe, du hast das Thermometer. Damit soll man am sichersten rausfinden, wo das Zimmer ist. Weil der EMF, der funktioniert nicht immer. Ja, genau. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay. Oh, das erste Mal ohne Vollprofi an der Seite. Ich kack mir jetzt schon wieder in die Wadel. Okay, ist auch die erste Tür, die ich aufgesperrt habe. Wir haben den Namen gar nicht geschaut und geschaut, ob der auf einzelne reagiert oder auch auf beide. Aber erstmal das Zimmer suchen. 16 Grad. Na, oh, das ist angenehm. Wenn man nicht gerade halt nackt rumrennt. Ich, Depp, hab keine Taschenlampe mitgenommen. Merke ich gerade. Doch, du hast ja auf der Schulter, glaube ich. Die kann man aber nicht einschalten. Da braucht man extra die Taschenlampe in der Hand, dass man dann die in der Schulter einschalten kann. Kannst du denn hinten mal Licht anmachen? Oder ja, dann gehen wir so kurz rein. Es piepst nix. Was sagt dein Thermometer? Auch nix, oder? 19, 16. Gib uns ein Zeichen. Ich weiß nicht, ob mich das Spiel hört. Wie gesagt, Waschbecken fotografieren, Knochen suchen, der bringt auch immer extra Kohle. Hier geht nicht, schade. Nö. Ah, da war gerade Licht. Klavier ist auch immer toll. Da ist er drin. Da ist er drin. Okay, der EMF schlagt nicht aus. Wie viel hast du? Unter 0 oder nur unter 10? Ach, verflixt. Wie kalt ist es? Ich versuche das zu platzieren, aber... Mit F, glaube ich, oder? Ja, stimmt. Schreib ins Buch! Der Dodo meinte, das muss man nicht sagen. Wenn der drüber rennt, schreibt er automatisch drauf. Was hatte ich? Minus 1 Grad. Minus... Ja, jetzt sehe ich schon. Okay, Minus ist gut. Ich hau ab. Ich noch nicht. Ich hab ja sonst nichts. Dann kannst du schon mal auf die Kamera schauen. So, der EMF, der geht gar nicht los. Passiert doch gerade nicht viel. So. Ich schau doch mal oben, ob ich ein Waschbecken finde oder einen Knochen oder irgendwas Tolles. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Was? Achso, mit E. Ich komme mit den Knöpfen ständig immer noch durcheinander. Vielleicht sollte ich zuerst eine Taschenlampe holen. Wenn jetzt das Licht ausgeht, finde ich nicht mehr raus. Ah, ich habe den Knochen. Ist hier jemand? Guten Tag. Hallo. Okay, Sicherung ist raus.
Ich sehe nichts. Wo geht's hier runter? Was, Wubi? Lauf doch nicht immer ohne Taschenlampe rum. Ah, hier geht's runter. Bist du draußen oder wo? Ah, bist du da gerade? Hast du eine Taschenlampe dabei? Ja. Was, der war da gerade? Oder was? Oh, ich brauche eine Taschenlampe unbedingt. Oh. Ich hab nur schon gedacht, nicht, dass er uns jagt, aber war wohl nicht. So, der EMF hat gar nicht. Ja, genau, Kreuz, du brauchst das Kreuz noch. Infrarot. Ja, dann nehme ich ja, das Salz. Infrarot. Oder willst du das nehmen? Dann hast du sicher eine Taschenlampe. Ja, ich habe jetzt die andere Taschenlampe genommen. Ich kann es aber auch nehmen. Oder? Nee, kann ich nicht. Ich habe schon 3 Items. Okay. Weil wenn man das Salz ausstreut und der frisch drüber gelaufen ist, dann sieht man da auch Fußspuren. Wenn der Spuren hinterlässt. Ja, das ist gut. Und die verschwinden dann auch wieder. Also Salz hinstreuen und eine Stunde später nachschauen, ob da was ist, ist nicht. Ach, jetzt haben wir nicht in die Kamera geschaut. Hallo? Gib uns ein Zeichen. Also Buch ist noch nichts. Aktivität habe ich auch nicht geschaut, aber momentan war die ja noch nicht wirklich aktiv. Ich gehe mal in den Keller. Das ist immer eine gute Idee. Ja, mach dich dann. Knirscht ganz schön die Treppe. Wie geht es dir? Wie spät ist es? Ach, mit dem Knopf. Geh lieber dir nach. Reiche Kunst, Sprache geht in beiden. Wenn man es auf Deutsch eingestellt hat, dann sollte, glaube ich, beides gehen. Wenn man es nur auf Englisch eingestellt hat, geht es nur Englisch. Es ist ja lichtempfindlich. Also Salz ist noch nicht gelatscht. Buch auch nicht. Gib uns ein Zeichen. Also bisher haben wir nur eine Hinweis und das ist die Gefriertemperatur. Gib uns ein Zeichen. Naja, taub ist er auch. Ah, der hat mich gerade angehatet. Der hat nur was gesagt, der ist gar nicht da. Behaupte ich mal. Doch, der ist taub. Ist das Buch gerade rumgeflogen? Also ich glaube, das Buch hat sich gerade bewegt, aber es steht nichts drinnen. Ziemlich aktiv gewesen, der kleine Geist. Bist du im LKW? Ja. Schau mal in die Kamera, siehst du da einen weißen Punkt rumfliegen? Nein, ich sehe da gar nichts. Also vermutlich kein Orb, aber da kann man auch gerne mal in die falsche Richtung schauen. Ja. Ich sehe dich. Das ist gruselig genug. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Na, ich weiß gar nicht, ob das Gerät bei mir funktioniert, ob mich das Spiel soweit erkennt. Wie gesagt, im Menü geht's. Im Spiel hatte ich es noch nie geschafft, dass ich hier was trigger mit meiner Stimme. Wo bist du? Was willst du? Wie heißt denn der Geist? Kannst du mal kurz nachschauen?
Mark Smith. Bam! Der macht wieder komische Geräusche und es hat gebumpert. Ach so. Ja, der ist auch jetzt bei 4. Stärke 4. Oh. Der macht gar nichts. Der macht schon genug für mich. Das ist ein sehr träger, müder Geist. Schmeiß mal das Kreuz auf den Boden, da siehst du. Da. Kannst du das auch mit F hinlegen? Nö. Okay. Ich gebe dir mal das Gerät wieder zurück. Nimm du das mal in die Hand und versuch mal zu kommunizieren. Ich kann es nicht hinlegen, so. Hallo. Nein, im VR möchte ich es nicht. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Also Buch ist leer. Ist hier jemand? Frag mal, was willst du? Wo bist du? Was willst du? Wo bist du? Ich schau nochmal Waschbecken, ob ich irgendwo das dreckige Wasser finde. Gib mir ein Zeichen. Sag mal was Nettes. Na, es soll aktiver werden, wenn man öfters den Namen verwendet. Unter anderem auch böse. Ich gehe nochmal rauf, ob ich da ein dreckiges Waschbecken finde. Gib uns ein Zeichen. Hörst du mich? Hallöchen. Irgendwie fühle ich mich hier oben gerade ein bisschen sicherer. Ein Waschbecken habe ich, aber das ist wieder ohne Wasser. Der ist auch zu inaktiv. Doch, woher Dings mitnehmen? Umso mehr erschreckt man sich, wenn er dann mal irgendwas macht. Ja, im echten Leben habe ich auch keine Angst vor der Dunkelheit, also im Gegenteil, ich fühle mich wohl im Dunkeln. Und ein Zeichen. Eine Frage hätte ich, da dürft ihr ruhig Bescheid geben. Wie sieht es aus mit Licht? Fällt die Sicherung raus, wenn man zu viel einschaltet, oder hängt es gar nicht zusammen? Was der Geist. So viel Waschbecken, aber alle ohne Wasser. Also es kann daran liegen, wenn man zu viel Licht einschaltet. Okay. Dann ist es ja eigentlich ganz gut, wenn ich die Lichter nicht einschalte. Oder werde ich dann zu schnell bescheuert? Also die Sanity. Okay, ich gehe mal kurz raus. Aktivität ist gerade von 0 auf 10 gestiegen. Lauf! Versteck dich irgendwo. Die Tür ist abgesperrt, also raus geht's nicht. Such den Schrank und sei leise. Armes Wolfie. Hast du ein Fotoapparat dabei? Kannst du von ihm ein Foto machen, falls er dir über den Weg läuft? Okay, 0. Also ein Orb sehe ich hier wirklich nicht. Die Kamera ist eigentlich recht gut positioniert, dass ein Raum kräftig findet. Kann was schmecken, kein Kruzifix hat noch nichts gebracht. Ein Geist, ein Foto. Ja, reiche Kunst, aber ansonsten geht's halt nicht, wenn er mich nicht hört. Buh. Ach, der ist schon gleich, hat er mich. Ach, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie bescheuert wir sind.
wieder Licht aus oder was? Ja! Ich habe ihn gerade kurz gesehen. Da ist gerade was durch die Gegend geflogen. Ich glaube, die Kerze hat er geschmissen. Oh. Heißt die Kerze. Ich schau mal die Türe von innen und außen an. Oh, da ist er. Handabdruck, Handabdruck. Zeig mal. Wo? Da. Du leuchtest an die Decke und da sehe ich nichts. Leuchte nach vor die Nase. Na, bei mir strahlst du in die Decke und nicht auf die Türe, deswegen. Doch, das sind wir nicht zurück. Oh, nö, sehe ich vorhin. Es vor mir, es vor mir. Wo ist er? Ich bin draußen. Da war direkt bei der Tür bei mir. Wir haben, glaube ich, noch kein Geisterfoto. Aber schön, dass er jetzt endlich aktiv wird. Kruzifix hat was geholfen. Okay, das habe ich nämlich näher an die Türe hingelegt. Weil wenn der durch die Türe durchgeht, dann rennt er direkt drüber. Und wir haben Hinweis Fingerabdrücke. So. Dann könnte es sein, ein Gespenst oder eine Benji. Benji hätte noch EMF Level 5. Können wir nochmal mit dem EMF rumlaufen? Geisterbox weiß ich nicht, wo die sein kann. Ah, Orb meine ich, Geister Orb. Gespenst, habe ich gesagt. Da könnte man mal die Kamera in die Hand nehmen. Also Geisterbox, das ist die, wo du reden musst. Das musst du machen, weil mich erkennt er wahrscheinlich nicht. Ja, der hat da eh nichts gesagt, das. Also. Ja, vielleicht warst du nicht in der Nähe oder hat dich nicht verstanden. Also, schnappe mal den EMP. Und mal schauen, ob wir jetzt was finden. Jetzt ist er aktiver, vielleicht redet er jetzt mit dir oder. Das EMP reagiert jetzt. Ja! Ich schau noch mal ganz kurz raus. Oh, der war gerade da hinten und hat hinter mir die Tür zugemacht. Hat das Foto gegolten? Hast du fotografiert? Ja, Geist. Gut, es steht Geist drüber. Geist, Knochen, Fingerabdrücke. Drei tolle Fotos. Oh. Aber das Waschbecken habe ich immer noch nicht gefunden. Ich suche nochmal oben. Da ist er, ist schön chillig. Ich bleib jetzt hier. Was ist bei dir? Ich hatte hier lauter Schritte. Ich mach keinen Schritt. Ja, jetzt nicht mehr. Gerade vorhin. Ach so, dann warst du wohl der Geist. Okay, weil ich bin jetzt einfach ganz still im Schrank geblieben. Und wusste nicht, latschst du da draußen rum oder ist es der Geist? Ich darf aber auch nicht reden, wenn er da ist, weil sonst hört er mich. Er scheint oben zu sein, jedenfalls. Ah, da ist der Wolfi.
ist kein Waschbecken. Na, du machst auch andere Schrittgeräusche. Also du machst es definitiv nicht. Ich mach mal hier die Türe auf von den Schränken, dann kann man da besser reingehen und sich verstecken, falls er kommt. Ja, genau. Was oh? Wird die ausgelöst oder was? Nee, ich hab nichts. Da ist er. Vier. Es bumpert nicht mehr, ich glaube, er ist weg. EMP war mal auf 4. Da tütet was. Ja, das ist Auto, Alarmanlage vom Auto. Also ist das eine Banshee? Weil es ein Geist nicht kann, oder? Na, weil er bei dir jetzt an 5 angezeigt hat, oder? Ne, er hatte nur 4, nicht 5. Naja, ich bin froh und Mutes. Und du meinst, wir machen einfach Banshee und hauen ab, weil schon langsam wird es echt ungemütlich. Ja. Okay, bevor noch jemand stirbt, suchen wir mal den Ausgang. Ich höre schon wieder rumlatschen. Ah! Der war direkt vor mir. Vorsicht, versteck dich, der ist in deine Richtung. Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Hasi ist mir gerade scheißegal. Ich bin draußen. Achso, die Tür ist. Er ist vor mir gestanden, da habe ich dann den Weihrauch aktiviert. Ah, sehr gut. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Ich will hier raus. Nein, jetzt geht's. Oh, die Tür geht so. Direkt vor meiner Nase. Ich war gerade am Durchgehen. Beachtest du die Aktivität? Ja, null. Null, okay. Halt sie im Auge und sag mir, was los ist. Ich versuche nochmal rauszugehen. Drei. Okay, drei ist noch okay. Guck mal, 10. Ja, ich bin draußen. Oh, Halleluja. ist der Scheiße. Moment, Journal. Was sagst du, das ist eine Banshee? Glaubst du? Weil ich eben 4 hatte. Und auf die Box wir nicht zusammengebracht haben. Ja. Okay, dann unten Banshee eintragen ins Buch. Hast du gemacht? Ja. Ja, dann drücke ich mal aufs Knöpfchen und wir gehen zurück. Und Discord dann wieder muten. Welcome back. I prepared some jobs for you. Hurra. Oh, $60 verdient. Und es war eine Banshee. Oh. 3 von 4 Aufgaben, aber Fotos nur 20.
Wir haben den Geist fotografiert, den Knochen und Fingerabdrücke. Kriegt man für die Fingerabdrücke also dann nicht extra Geld. Hab's überlebt! Oh, ja, Chaka! Ich drück mal hier auf Weiter. Und, Wolfi, sag mal Tschüss. Oh. Wolfi, sag mal Tschüss, YouTube. Okay, Wolfi sagt nichts mehr. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.